So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Tagesaufgabe, nämlich, was sollen wir machen? Setze einen Gegner mit Feuer in Brand. Dann, ihr seht ja gerade, ich bin bei Weeping Woods, da ist gefühlt auch der beste Ort, um genau diese Flächen hier einzusammeln. Nämlich, damit müssen wir dann werfen und versuchen, den Gegner damit quasi in Brand zu setzen. Ich wollte nur gerade gucken, ob es in Gruppenkeile funktioniert, aber vorneweg. Es funktioniert definitiv. Ich habe jetzt drei so Fläschchen gefunden. Jetzt müssen wir halt nur noch Gegner finden. Das Problem ist einfach bei der Geschichte, dass logischerweise die Gebäude anfangen zu brennen und die Gegner halt dadurch auch Schaden bekommen. Also ihr müsst die nicht den Gegner komplett an den Kopf werfen, aber es reicht eigentlich schon, wenn das Gebäude brennt und die dadurch Schaden bekommen. Aber es reicht auch ein einziger Tick. Also nochmal ganz kurz: Bei Weeping Woods werdet ihr diese Brandsätze quasi finden. Wir gucken mal gerade ins Inventar. Die nennen sich Glühwürmchenglas. Ich selbst benutze die nie, weil ich hasse es einfach. Wenn man damit getroffen wird, klar, tut weh, aber ich finde, es ist halt einfach Platzverschwendung im Inventar. So. Wenn ich euch damit schon mal weiterhelfen konnte, gerne nochmal ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Wenn ich euch schon öfters helfen konnte, natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, noch eine 5 € PaySafe-Karte zu gewinnen, einfach mal oben rechts in der Videobeschreibung das Video angucken und mit etwas Glück hast du die Chance, dann 5 € zu gewinnen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich gucke halt die ganze Zeit, ob hier noch mehr Glühwürmchengläser sind. Ihr erkennt die halt immer daran, dass sie so ganz leicht hin und her schwirren. Aber das Problem halt an der Geschichte ist, man sieht sie halt von weitem nicht. Das ist halt echt das große Problem. Warte mal, haben wir hier einen Gegner vor uns? Kriegen wir es direkt hin? Aber man hört die, glaube ich, oder? Ah, XP-Münze. Nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Aber ich kann euch auch das ganz einfach hier an dem Gegner jetzt demonstrieren. Nicht wundern. Gruppenkeile hat gerade die Waffen im Tresor drin, deshalb sind hier willkürliche Waffen. Ganz kurz, ich demonstriere das mal gerade hier an dem NPC. Einfach mit L2 haltet ihr gedrückt und dann rechts werfen und zack, so macht man Schaden. Es könnte auch schon sein, dass es zählt, aber ich glaube nicht. Und zack, habt ihr gesehen, wieder 40 Schaden. Und so müsst ihr das Ganze halt nur bei einem Gegner machen. Und ich werde safe sterben. Und ihr habt ja gesehen, der war lichterloh am Brennen. Aber genauso, oh Gott, guckt euch das an. Wir haben wieder alles in Brand gesetzt. Und ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, mit der Aufgabe helfen. Ihr seht schon, hier sind auch noch Glühwürmchen. Zack. Und da würde ich sagen, war es schon mit der Aufgabe. Ich setze mich jetzt dran und mache das Ganze. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Glück bei Fragen. Einfach in die Kommentare reinschreiben und haut rein.